damit einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Until Dawn. Direkt mal wieder Mikrofonstativ beinahe weggehauen. So Leute, habe ich auf Anraten von ein paar Zuschauern mir einfach mal bestellt und es ist heute angekommen. Ich habe keine Ahnung, was uns jetzt hier erwarten wird. Also ich habe nochmal vor ein paar Monaten hatte ich mal den Trailer gesehen. Das heißt, es scheint irgendwie so ein Teenie-Horror-Gedöns zu sein, was so ein bisschen interaktiv abspielt und wo die Entscheidungen, die man trifft im Spiel, sehr gravierend sein sollen. Aber wirklich so Teenie-Horror-mäßig. Ich bin gespannt. Ich sage schon mal vorab, denkt bitte an den Daumen, denkt an Feedback, wenn euch das jetzt gefällt, was ihr sehen solltet oder was ihr seht, hoffentlich. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und mir natürlich auch. Ich mache auch mit Facecam, denn es ist ein Horrorspiel und da macht das, denke ich, durchaus Sinn. Also, legen wir los. Dü-dum. Ja, wenn ich dü-dum mache, sollt ihr vielleicht auf neue Geschichte klicken. So. Der Schmetterlingseffekt. Der Flügelschlag eines winzigen Schmetterlings heute kann in einigen Wochen zu einem verheerenden Hurricane führen. So ist das. Habe ich früher übrigens gerne geschaut, Butterfly-Effekt im Film. Die kleinste Entscheidung kann die Zukunft dramatisch verändern. Deine Handlungen formen den Verlauf der Geschichte. Deine Geschichte ist eine von vielen Möglichkeiten. Wähle deine Handlung mit Bedacht. Ich wähle meine Entscheidung immer mit Bedacht. Jahrgangssprecher ist, hat nicht gleich jeder Besitzansprüche auf ihn. Mike gehört nur mir. Hey, ich gehöre überhaupt niemandem. Na, aber sicher doch, Darling. Mike? Hier ist Hannah. Hey, Hannah. Hey, Hannah. Hey, hast du das gesehen? Dad hat gesagt, nur wir wären jetzt hier. Josh? Kann ich jetzt steuern? Okay. Auf jeden Fall eine schöne Rückansicht, kann man nicht meckern. Ich gehe nochmal ganz schnell Einstellungen und will nochmal ganz schnell die Untertitel anschalten. So. Hätten wir. Okay, die scheinen gut gesoffen zu haben. Es ist wirklich so typisch klischee-mäßig, ne? Irgendwelche ein paar Teenies oder so, ich weiß es nicht, oder aus dem College. Sind im Urlaub in einem Haus, was verlassen ist, weit weg vom Schuss. Und irgendwie haben wir ja schon irgendeinen Typen gesehen, der draußen lauert und jetzt irgendwie rein will. Halte R2 gedrückt, um die Notiz zu nehmen. Okay. Erinnert mich ein bisschen an die Warte.
Hanna, du siehst in dem Shirt so heiß aus, aber ich wette, ohne bist du noch heißer. Komm um 2 Uhr ins Gästezimmer. Ja, ihr wisst schon. Mike. XXX, okay. Oh mein Gott. Was hat unsere naive Schwester jetzt wieder vor? Zeit zum Eingreifen. Zeit zum Eingreifen. Ah, okay. Also ich kann auch mit dem rechten Stick ein bisschen die Kamera bewegen. Aber ihr seht schon, man ist ja relativ eingeschränkt. Okay. Kann ich irgendwie rennen oder so? Ich schätze mal, dass wir später dann rennen können. Jetzt geht's auf jeden Fall noch nicht. Ich habe jetzt gerade alle Tasten ausprobiert. So, die Frage ist jetzt nur, wo soll ich jetzt hinlaufen? Ja, ich laufe mal hier lang. So, benutze den rechten Stick zum Umsehen. Schimmernde Objekte können untersucht werden. Hier schimmert was. Da hinten auch. Okay, die scheint ziemlich Shit, Josh. Leer zu sein. Ach, wieder einmal hast du uns alle übertroffen. Yeah, wir sind stolz auf dich, Josh. Hab deine Nachricht bekommen. Schön, dass du hier bist. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, rumknutschen und sehen, was daraus wird. Oh. Ja. Oh mein Gott, sie zieht sich das Shirt aus. Was? Oh mein Gott. Matt, was wollt ihr denn hier? Hannah. Tut mir leid, Hannah. Das ging wohl zu weit, aber... Nur ein dummer Streich. Mann. Ihr seid echt arschig. Wisst ihr das? Hannah! Okay, haben wir jemand gesehen? Josh wecken. Ah, okay, und ich muss mich jetzt hier entscheiden. Ich würde Josh erstmal wecken. So. Josh! Josh! Fuck! Oh, liebe. Leute, da draußen ist jemand. Josh wecken hat nicht so gut funktioniert. Los, wo will meine Schwester hin? Alles gut, sie versteht nur keinen Spaß. Es war nur ein Spaß, Ham. Was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert, es war nur ein Scherz. Ihr Idioten! Hannah! Hannah! Sollen wir ihr jetzt nachlaufen? Weißt du, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike. Du bist die richtige. Oh, shit. Okay. Quicktime-Event. Ich liebe ja Quicktime-Events. Schnell, sicher. Wir machen schnell. Folgen. Scheiße! Fuck! Shit! Verdammt, Hannah! Wo steckst du? Achso, ich muss es mit dem Touchpad machen. Moment. Oh. Ah, nee, doch nicht, hat funktioniert.
Okay. Oh, das ist so witzig, weil es ist wirklich so unfassbar klischeehaft. Aber so haben die das Spiel, glaube ich, auch angekündigt. Henna! Henna! Wo bist du? Wie konnte ich auch noch erwarten, dass es hier keine Jumpscares geben wird? Okay, L1 zum schneller laufen. Henna! Henna! Hallo? Hallo? Hallo! Hier ist was. Das sind Schuhe, oder? Nee. Was ist das denn? Todestodem. Henna. Henna. Wo bist du? Okay, ich laufe mal ein bisschen schneller. Henna! Henna! Ah, ich bin schon wieder. Vielleicht ein Drache? Das ist auch nicht so richtig. Oder jemand hat ein verdammt gutes Feuerzeug, wo er sich die Kippe angezündet hat. Henna! Fall, loslassen! Fuck! Ich wollte Henna nicht fallen lassen.